vergessen, im September gehe ich auf große Live-Tour zusammen mit Helga und Marianne und vielen anderen meiner Figuren. Hier seht ihr die Termine. Unten bekommt ihr die Tickets. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das wohlhabende Ehepaar Susanne und Wolfgang Nörgel verbringt einen luxuriösen Nachmittag bei sich daheim. Während Susanne bei Brummis Schlemmer-Imbiss noch einige Extrawünsche hat, schaut Wolfgang die Fußball-Frauen-WM. Nein, das wäre dann alles. Wäre es möglich, zu den Pommes Fritz noch ein bisschen Goldblatt zu bekommen? Hallo? Hallo? 1:1 und wieder gegen Südkorea raus. Schade. Ist das zu fassen, Wolfgang? Brummis Schlemmer-Imbiss hat nicht mal Goldblatt für die wohlhabenden Kunden. Nicht mal der Kopfballtreffer von Pop hat was gebracht. Wolfgang, was guckst du da? Na, die Frauen-WM. Deutschland ist ausgeschieden. Du guckst dir an, wie Frauen einem Ball hinterherlaufen, ja? Das ist spannend, Susanne. Das ist Assi-Sport, Wolfgang. Sport für die Unterschicht. Susanne! Da sind auch Hooligans, Wolfgang. Nicht bei den Frauen. Natürlich, die Always Ultras. Susanne, Frauenfußball hat mittlerweile unglaubliche Einschaltquoten. Weil Männer wie du den Frauen auf den Popo gucken. Gar nicht. Etwas, was du bei mir schon lange nicht mehr getan hast. Immer Susanne. Wann, Wolfgang? Wann hast du mir das letzte Mal auf den Popo geschaut? Erst vor 3 Tagen, glaube ich. Wolfgang guckt die Frauen-WM nur wegen dieser einen da. Wie heißt sie? Bums. Nein. Pop? Genau, Wolfgang. Nur wegen dieser Annika Pop guckst du dieses Fußball, weil du sie attraktiv findest. Sie ist eine tolle Fußballerin und schießt viele Tore für Deutschland. Pop, das sagt ja schon alles über sie aus. In manchen Situationen ist Susanne ein bisschen eifersüchtig, ja, aber ich finde, das hält sich alles noch in einem gesunden Rahmen. Träumst du manchmal von Annika? Von wem? Na, von Annika Pop. Ich träume nicht von Alexandra Pop. Träumst du, wie sie einen Ball gegen die Latte haut, Wolfgang? Hm? Träumst du davon? Hm? Susanne! Es tut mir leid, Wolfgang. Ich kann mit diesem Frauenfußball nichts anfangen. Die Quoten sind sensationell. Die Quoten sind auch bei Bares für Rares sensationell. Das hat nichts zu bedeuten. Auch wenn sie jetzt leider raus sind, generell spielen die deutschen Frauen tollen Fußball. Hier, guck nur, das ist Jule Brandt. Die ist auch wirklich super gut. Dunkelblonde, lange Haare. Na, welch Überraschung, Wolfgang. Männerfußball ist ja deutlich attraktiver. Vor allem dieser eine da, David Beckham aus Amerika. Der ist ja durchaus Wer finanziert so eine Frauen-WM denn eigentlich? Schlecker? Susanne! H&M? Primark? Wer, Wolfgang? Wer? Die FIFA und die Sponsoren, die... Was war das, Wolfgang? Hat sich angehört, als wäre eine Scheibe kaputt gegangen. Die Pop will in unser Haus. Blödsinn! Die sind doch in Australien! Wer weiß das schon so genau? Man kann den Mainstream-Medien doch schon lange nicht mehr trauen. Die Pop ist da. Ich gucke, wer das ist. Du bleibst hier sitzen! Ich kümmere mich um deine Annika. Sie heißt Alexandra. Moin, Frau Nörgel. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Meine kleine Tochter hat eben im Garten Fußball gespielt und hat leider eine ihrer Scheiben oben kaputt gemacht. Das tut uns natürlich total leid. Wir sind natürlich versichert und bezahlen alles. Meine kleine Tochter Sina wollte sich aber trotzdem einmal bei Ihnen entschuldigen. Sina, komm, sag einmal Entschuldigung. Entschuldigung, Frau Nörgel. Nun, Sina, das kommt eben dabei raus, wenn man als Mädchen Fußball spielt. Vielleicht solltest du dir ein anderes Hobby suchen. Das entscheidet meine Tochter, glaube ich, auch lieber selber, was sie für Sport machen möchte. Nun, wie wäre es mit Ballett? Oder Synchronschwimmen? Oder Pferderennen? Da kann man durchaus noch das ein oder andere Sümmchen mit verdienen. Ich will aber Fußballerin werden. Sie liebt Fußball. Ich will so gut werden wie Alexandra Pop. Hallo nach Australien an die Frauenfußballnationalmannschaft. Ja, insbesondere auch liebe Grüße an Annika. Genau, schade, dass ihr raus seid, aber c'est la vie, c'est la vie, comment ça? Vielleicht dürfte ich ja irgendwann mal bei einem Training zuschauen, dann könnte ich ja auch die Annika einmal kennenlernen. Ja? So, ja. In diesem Sinne, goodbye, auf Wiedersehen und die Susanne Nörgel war das.
Ich bin übrigens sehr, sehr reich, müsst ihr wissen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch sehr gerne mal hier unten. Dann verpasst ihr kein einziges Video. Hier oben findet ihr Tickets für Fresh Talk Alive. Das findet nämlich Ende September statt. Oder ansonsten, wenn ihr Bock habt, noch mal ein paar Susanne Nörgel Videos zu gucken, findet ihr eine Playlist mit allen Videos von Wolfgang und Susanne Nörgel. Alles Gute und bis dann. Ciao.